Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Elke, unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und heute erfülle ich eine Bitte. In einem Video habe ich die Mullbindentechnik gezeigt auf einer Karte und wurde gebeten, doch mal diese Technik zu zeigen und nichts lieber als das. Wenn du auch mal einen Technikwunsch hast oder irgendwas Bestimmtes sehen möchtest oder gezeigt haben möchtest, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich schaue mal, ob ich es dann umsetzen kann. Aber auf jeden Fall, die Mullbindentechnik ist überhaupt kein Problem, zeige ich sehr gerne. Und dafür ziehen wir jetzt mal schnell um auf meinen Arbeitsplatz und dann geht's schon los. Vor kurzem hatte ich eine kleine Serie zur Staffeleikarte und habe dir ja in einem Video gezeigt, wie ich diese Karte gemacht habe mit zwei Aufstellern. Und das Video verlinke ich dir gerne nochmal. Und ich habe halt beim Video am Ende noch diese Karte gezeigt, die ich mal bei einem Teamtreffen von Doris Kroge fertigt habe, nach der Anleitung von Gabi Caton. Und die hat hier uns die Mullbindentechnik quasi gezeigt oder empfohlen für die Hintergrundgestaltung, die du hier ganz schön sehen kannst. Und da hatte ich jetzt die Bitte bekommen über einen Kommentar unter dem Video, doch mal diese Mullbindentechnik zu zeigen. Und das mache ich natürlich super gerne. Und für diese Technik, die ist wirklich sehr simpel, sehr einfach und macht wirklich eine schöne Struktur. Da habe ich jetzt einen alten Verbandskasten oder besser gesagt, ja, so ein Verbandskasten kann man nicht anders sagen, geplündert. Wir heben die immer auf und mein Sohn nimmt die manchmal zum Spielen oder ja. Aber wenn du halt keinen alten Verbandskasten hast, obwohl das jetzt eine gute Gelegenheit ist, vielleicht nochmal den Verbandskasten im Auto zu checken, ob der noch gültig ist, weil die haben ja immer auch ein Haltbarkeitsdatum, diese Dinge, die Verbandsmittel. Und ansonsten kriegst du die aber auch in der Apotheke. Ich habe jetzt hier eine relativ breite mit 8 cm. Also du kannst auch eine schmalere nehmen, aber entsprechend anders wird dann halt auch die Struktur. Und ich zeige dir jetzt einfach mal auf einem ganz normalen weißen Farbkarton, wie man das machen kann. Ich nehme heute Savanne, denn ich habe schon ein bisschen was vorbereitet für eine Karte, die ich dann am Ende zusammensetzen möchte. Und ich nehme jetzt eine Kante und vielleicht sollte man ein bisschen mehr ins Bild kommen. Ich nehme jetzt einfach eine Kante und tippe immer hier ins Stempelkissen und nehme quasi die Farbe auf und gehe dann einfach hier über das Papier. Und je nachdem, wie oft und wie stark du da drauf gehst, umso stärker wird halt diese Struktur. Und tatsächlich hat mich das, diese Struktur, und du könntest auch quer nochmal gehen, wenn du das magst, und diese Struktur, die man damit erzeugt, die hat mich tatsächlich an unsere Prägeform, ich weiß gar nicht genau, wie sie jetzt heißt, müsste ich gleich mal gucken, aber es gibt eine Prägeform, eine neue. Beziehungsweise so neu ist sie nicht. Die gab es schon in ähnlicher Form im letzten Jahr mit dieser Struktur. Aber die gibt es jetzt in diesem 3D-Struktureffekt, 3D-Prägeformstruktureffekt. Und ich finde, das ist sehr ähnlich. Und weil mich das so an diese Prägeform erinnert hat, hat mich das an eine Karte erinnert, die ich dir auch schon mal gezeigt habe aus dem Jahreskatalog, die ich, bevor ich den Katalog hatte, mein Favorit quasi gewesen an Karten. Bevor ich den Katalog habe, habe ich die mal nachgearbeitet und im Nachhinein habe ich gesehen, ah, die haben den Hintergrund mit der Strukturprägeform gemacht. Und ich zeige dir das einmal kurz. Also das wäre jetzt erstmal das geprägt. Sieht man das? Ja. Das ist halt die Struktur, die du dann halt kriegst. Und wenn du das halt in den verschiedenen Farben machst und
vielleicht auch eine anders strukturierte Mullbinde hast nochmal vielleicht, dann bekommst du halt diesen Effekt hin. Und ich zeige dir kurz die Karte. Die ist auf Seite 35 vom Jahreskatalog zu dem blühende Worte. Und wie gesagt, da habe ich mal ein Video zu gemacht, weil ich total glücklich war, dass dieses Stempelset drin geblieben ist. Und ich fand diese Karte hier super cool, weil diese Blüte ja einen weißen Rand lässt und es sah aus wie embossed auf den ersten Blick. Und hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob das jetzt über die Kamera drüber, also ob du das jetzt in der Kamera im Video gut sehen kannst, aber wenn du den Katalog hast, guck dir das mal an. Dieser Hintergrund ist geprägt mit dieser Strukturprägeform. Und diese Karte empfinde ich heute mal ein bisschen anders nach und werde einfach diesen Hintergrund mit der Mullbindentechnik machen. Und dafür habe ich mir jetzt hier schon mal ein Stück Farbkarton in Savanne. Ich muss mal kurz gucken, das Stempelkissen hatte ich auch schon rausgeholt. Ja, genau, in Savanne. Und werde das jetzt einmal nochmal mit Savanne und der gleichen Technik einfach nochmal bearbeiten und dem Untergrund einfach nochmal ein bisschen mehr Struktur geben. Dieses Savanne hat ja schon so ein bisschen Struktur, aber tatsächlich will ich da ja jetzt noch mal, dass das noch ein bisschen intensiver ist. Deswegen gehe ich da jetzt noch mal kreuz und quer rein. Also da musst du halt gucken, ob du es lieber magst, dass du so eine gleichmäßige Struktur hast oder eine ungleichmäßige. Ich will da jetzt einfach so grob eine Struktur haben. Und den Rest der Karte, das habe ich schon vorgefertigt. Aber ich hatte gerade die Überlegung, ob ich es nochmal probiere, mit dieser Technik quasi auch nochmal etwas anderes zu gestalten. Weil ich kann ja auch noch die Mullbinde auf der anderen Seite benutzen. Und zwar habe ich vorbereitet, einfach um es dir zu zeigen, hier schon mal die Grundkarte. Und hier habe ich gestempelt mit der neuen Farbe Delicata, heißt die, aus dem Herbst-Winter-Katalog. Die super schön Kupfer, also ich habe hier den Ton Kupfer, gibt es auch in Gold und Silber. Ich weiß nicht, ob es den Schimmer einfängt, aber ich finde es super schön und das ist ja eh mein Lieblingsset, deswegen dachte ich mir, mache ich da nochmal das. Die Delicata, diese neue Stempelfarbe, das sind auch, wie nennt es sich, wie unser Kraft-Stempelkissen-Pigmentfarben. Und die müssen länger trocknen, deswegen habe ich das jetzt schon mal vorgefertigt. Und hier hatte ich jetzt mit der Schwammwalze mit Pazifikblau einfach nochmal wieder den Hintergrund so gemacht. Den mache ich nochmal kurz fertig. Denn auf der Ursprungskarte waren hier nämlich noch Wassertropfen drauf. Und das wollte ich jetzt nochmal kurz machen. Ich glaube, das mache ich einfach, dass ich mir hier so ein bisschen was in die Hand gebe. Das war jetzt nicht so gedacht, dass ich da so viel auf einen Fleck mache. Hätte ich mal doch mit dem Stift machen sollen. Na gut. Einen Moment antrocknen lassen und dann nehme ich das wieder ab. Dann hat man da so die Struktur nochmal von Wasserflecken. In einem dicken Platscher. Aber ich gucke mal, vielleicht mache ich da gleich einfach das die Muschel drauf, dann fällt das auch nicht auf. So, nochmal abnehmen. Dann hat man da nochmal so fleckig. Das finde ich ganz cool. Das gibt dem Ganzen nochmal das gewisse Etwas. Das lasse ich mal beiseite liegen, aber vielleicht nehme ich es ja auch gar nicht, sondern ich habe hier, muss ich mal durchgreifen, nochmal so ein Stück, also ich hatte das auch aus dem gleichen Farbton gemacht und habe da einfach mit Blau, halt wie gesagt, mit der Schwammwalze gearbeitet. Und ich dachte mir, ich probiere jetzt einfach mal aus, wie das aussieht, wenn ich mit Pazifikblau auch diese Struktur drauf mache. Und dann nehme ich halt einfach die andere Seite von der Rolle. Wenn man mit mehreren arbeitet, also wenn du das irgendwie mal beim Workshop oder so zeigen wollen würdest, da würde ich dann pro Farbe tatsächlich eine Mullbinde nehmen und nicht so wie ich jetzt
die drehen. Ist dann auch besser, weil dann natürlich auch parallel gearbeitet werden kann. Das ist ja bei Workshops sowieso immer besser. So, und dann wollte ich nämlich nach oben hin das noch leicht ausblenden, dass es hier oben ganz leicht nur ist. Dass ich also im Prinzip das, was ich mit der Rolle gerade gemacht habe, dass ich das so verblendet habe. Hier nach oben leichter, hier unten ein bisschen doller und öfter drauf tippeln. Und dann nach unten hin noch intensiver. Ja, ist ganz schön, ist aber ganz anders als das, was ich haben will. Von daher, und ich will auch nicht, dass es halt zu viel mit der gleichen Struktur ist. Aber du kannst damit halt auch so einen Ombre-Effekt machen. Und das wollte ich einfach ja mal testen. Und ja, das geht super. Halt ein komplett anderer Effekt als das mit der Schwammwalze, wo man halt so ein geblendet oder so ein Verblenden machen kann. Aber es auch schön, ist halt noch mal eine andere Art von Struktur. Eigentlich finde ich das auch schön. Ich muss es mir gleich mal im Vergleich angucken auf der Karte, was mir besser gefällt. Aber so kannst du mit einer Mullbinde dir einen schönen Untergrund und Hintergrund gestalten. Sowas mag ich ja immer gerne. Ich weiß nicht, ob du dich an meine Hintergrundtechniken sonst noch so erinnern kannst. Ich habe da auch eine Playlist für Hintergrundtechniken. Ich habe ja schon mal mit dieser Luftpolsterfolie, kann man super gut stempeln. Das finde ich immer toll. Was habe ich denn noch genommen zum Stempeln? Also da kann man wirklich kreativ sein und kann ich auch immer nur empfehlen, immer mal zu gucken, was man so an Materialien rumliegen hat, die man vielleicht mal benutzen kann, um zu stempeln und den Hintergrund zu gestalten. Ach ja, die Luftblasen. Hier mit Seifenblasen habe ich ja auch mal einen Hintergrund gestaltet. Auch eine sehr lustige Methode. Ja, also, ich muss das mal zur Seite legen. Also, das ist die Hintergrundstruktur. Ich glaube, wenn ich das jetzt so übereinander lege, ist mir das zu viel. Das finde ich besser, weil es ein bisschen gleichmäßiger ist. Aber dieses werde ich auf jeden Fall noch zu einer Karte verarbeiten. Und wenn die fertig ist, veröffentliche ich die auf Instagram. Da kannst du gerne mal gucken auf meinem Kanal. Und ich gehe mal kurz Hände waschen, damit ich mir die Karte nicht versaue. So, da bin ich wieder fast sauber, aber zumindest färbt es jetzt nicht mehr ab. Dann nehme ich mir jetzt einfach die Grundkarte, klebe da einmal meinen Hintergrund auf mit der schönen Struktur von der Mullbindentechnik. Das kommt einfach platt auf die Grundkarte im gleichen Ton und das setzt sich dann halt so ein bisschen ab. So, da gehe ich einmal mit der Gummiwalze drüber, dass das sich schön verteilt, der Kleber. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das da drüber gesetzt kriege. Das geht. Oder so. Nee, ich würde es sowieso gerne hier haben. Dann setze ich es einen Tick höher, dass der Fleck nur so ein Teil noch drauf ist und nicht mehr ganz so intensiv ist. Habe ich es eigentlich lieber hier unten hingesetzt, aber. Das Leben ist kein Wunschkonzert, ne? So, hier muss ich nochmal nachschneiden. Das ist nicht ganz gerade. Immer noch nicht ganz gerade. Aber
vielleicht mache ich es einfach mal so. Eigentlich ist es ganz gut. So, nochmal einen Hauch ab. Ja. Und das? Die andere Karte war natürlich sehr pompös mit dem ganzen. Hier mache ich es ein bisschen dezenter. Hier gebe ich noch ein bisschen von dem Kupferdraht drunter. Ein bisschen mehr darf es ja schon sein. Na, nee. Ich mache es doch lieber wieder gezielt. Eigentlich, wenn man da ein bisschen geschickt übt, kann man das sich ja einfach so in Schlaufen drumlegen und dann in der 8 hier unten drunter, was ich jetzt einfach einzeln mache. Aber ich finde, es ist für mich einfacher, das so ein bisschen, ja, ein bisschen kontrollierter zu positionieren. So, und das Ende nochmal hier drunter. Ja, das gibt dem Ganzen das einen schönen Effekt nochmal. Und dann setze ich das mit Dimensionals drauf. Und den Gruß auch mit Dimensionals drauf. Und diese Karte, die klebe ich aber auch nochmal flach. Einmal verrutscht. Die klebe ich jetzt auch nochmal flach auf die Karte drauf. Und da ist jetzt die Frage, wo ich es positioniere. Aber ich glaube so. Hier finde ich es ganz schön. Dann noch die Dekoration drauf, dass es eine Geburtstagskarte ist. Innen rein werde ich mir noch ein. Ich habe jetzt hier mal auf Vanille pur gestempelt. Innen rein werde ich mir dann noch mal mit Vanille pur einfach den Einleger machen. Da mit Sicherheit auch noch mal vielleicht oder mit Sicherheit vielleicht. Also da werde ich mit Sicherheit auch dann nochmal die Muschel draufstempeln mit dem Kupfer-Delikata-Stempelkissen. Ja, und dann setze ich das hier oben hin. Die Kante. Na, ja, sitzt fest, fertig. Und dann habe ich eine Karte, die ja wirklich komplett anders aussieht als die Karte im Katalog. Aber die Grundidee ist halt die gleiche. Und das mag ich ja immer gerne, mir so eine Inspiration aus dem Katalog zu nehmen und das so ein bisschen abzuwandeln mit den Techniken und den Themen, die ich da halt machen möchte. Und ich finde sie sehr schön. Ich bin gespannt, was du zu dieser Karte sagst. Und damit verabschiede ich mich für heute, wünsche dir eine schöne Woche und viel Zeit zum Kreativsein und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Tschüss!